Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Wir haben jetzt gerade im letzten Part dem Kodadorf hier unten geholfen. Ich sehe gerade, ich habe hier was vergessen. Das hole ich mal ganz kurz eben. So. Dann holen wir das ganz schnell. Und gucken mal. Wo müssen wir denn hier hin? Da oben, okay. So. Gut. Oh, meine Katze schläft wieder, das ist schön. So. Okay. Dann gucken wir mal. Ich finde es echt krass, wie ich mich verändert habe durch, also in der Zeit mit den ganzen Let's Plays, weil früher konnte ich, keine Ahnung, 30 Parts in einen Tag aufnehmen. Mittlerweile geht das einfach gar nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber kriege ich gar nicht mehr hin. Das ist, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie ich das geschafft habe, weil jetzt muss ich mittlerweile einfach fast nach jedem Part eine Pause machen. So. Ach ja, warte mal. Ich bin doof. Das hier ist auch eines meiner Hassherzen. Sie dienen Tieren. Dankeschön. Also, ich erkläre kurz, was er gesagt hat. Und zwar, er hat gesagt, wir sollen eine Waffe nehmen und die Viecher hier töten. Wacht, gib recht. So, wir sind ja gut. Wir können dem ausweichen. Wie weit kommen wir denn hier nach oben? Macht gibt recht. Irgendwie hat der Gegner keinen Bock. Gut. So, okay. Dran. Komm her. Macht gibt schnell. So, okay. Dann du da. Komm her. Komm her. Das dauert so lange, das ist echt nervig. Geben halt fast keine Fortschritte, die Gegner. Das ist schon scheiße. Kriege ich bei dir mehr? Oh, hier kriege ich mehr, okay. Kriege ich bedeutend mehr. So, okay. Den rede ich gleich. Da ist auch noch einer. Da war das gerade mit Zufall, dass ich mehr bekommen habe. Die Wut steigt. Das ist die Frage, war das gerade mit Zufall? Ja.
Okay, bei denen habe ich jetzt auch wieder mehr bekommen. Okay. So, dann gucke ich mal kurz so drüben, ob da... Oh, da sind Trolle mal gespawnt. So, dann ist das hier die letzte. Dankeschön, okay. Seid gegrüßt. Ich möchte euch auf diesen Weg für eure Hilfe danken. Es erstaunt mich immer wieder, wie hilfsbereit völlig Fremde in dunklen Zeiten sein können. Leute wie ihr sind das wahre Salz der Erde. Eure Waffentests waren eine gewaltige Hilfe für mich und ich bin sicher, ihr wisst längst, wie wichtig eure Arbeit mit dem gestörten Turm war. Ich bin euch sehr dankbar. Okay, hi. Studiert das gestern, um das morgen zu überleben. Ich habe noch nie etwas aus Zwergenhand gesehen, das nicht extrem gefährlich gewesen war. Zwerge sind eben ganz besonders draufgängerisch. Ihr Verlust hat eine tiefe Wunde in der Welt hinterlassen. Ich wäre hier vorsichtig, wenn ich ihr wäre. Was hofft ihr denn zu finden? Schwer zu sagen. Ich habe Hoffnung, dass wir hier in der Nähe Zwergenwaffen finden. Irgendwas, das uns gegen die Flammenlegion hilft. Ich werde euch beschützen, wenn ihr jetzt nachschauen wollt. Ausgezeichnet. Ich mache mich dann auf den Weg. Okay. Was wollt ihr wissen? Ein Riesenspaß, was? Zwerge sind ein faszinierendes Volk, oder besser gesagt, sie waren es. Sie sind ja jetzt ausgestorben. Ihr Land wurde von abscheulichen Kreaturen überrannt. Seid auf der Hut, wenn ihr durch diese Gegend streift. Was hofft ihr hier zu finden? Mit etwas Glück finden wir ein paar alte Zwergenwaffen. Ihr werdet euch wundern, wie gut sie die Zeit überstehen. Zwergehandarbeit sucht ihresgleichen. Okay. Ihr habt Fragen? Diese Expedition war bisher erfolglos, aber ich glaube, ich bleibe optimistisch. Unsere Reise mag tückisch gewesen sein, aber sie wird nicht umsonst sein. Welche Art Forschung betreibt ihr? In dieser Gegend gibt es Zwergenruinen, die meinen Forschungen zufolge ein Artefakt von großer Macht enthalten könnten. Möglicherweise eine Art Waffe. Na dann. Was wollt ihr wissen? Das ist aber nicht der Einklang mit der Natur, den mir meine Chefs von der Abtei versprochen haben. Das hier sollte ein ruhiger Rückzugsort für Gelehrte sein und kein Kriegsgebiet. Ihr habt also nicht erwartet, dass es gefährlich wird? Ich habe nicht mit Trollen gerechnet oder Schleimen. Ich bin eine Gelehrte und nicht darauf trainiert, zu töten oder getötet zu werden. Agenten des Ordens der Gerüchte könnten eine Person nur mit einer Schriftrolle bewaffnet auf 10 verschiedene Arten töten. Das Einzige, was ich damit schaffe, ist, mich an Papier zu schneiden. Aber wo ihr jetzt bereits hier seid, was wollt ihr nun tun? Hauptsächlich mich verstecken und wimmern, wenn es keiner sieht. Jemand muss Peiris davon überzeugen, dass ich nicht hierher gehöre. Ich versuche, ein gutes Wort für euch einzulegen. Na dann. Darf ich aber nicht. So. Okay, dann gehen wir jetzt da hoch. Sonst haben wir ja mit allen hier geredet. So, hallo ihr. Irgendwas zu melden? Zu viel ist vergessen worden, mag ich. Excelsior. Okay, ich darf mit keinem hier reden. Doch mit ihr. Ihr seht aus wie jemand, der sich kommt.
kämpft bis zum Letzten. Achtung, wir möchten hier draußen wirklich nicht noch einen Soldaten verlieren, kann ich bestätigen. Ja, ja, was wollt ihr? Was geht hier draußen vor sich? Wir kämpfen natürlich die Flammenlegion. Ihr steckt mittendrin, was? Hör mir mal gut zu, was unternehmt ihr dagegen? Was tue ich nicht? Ich liefere die geniale Inspiration, die als Waffe in unserem Konflikt dient. Ja, das trifft es ganz zu. Ich habe keine Zeit für sowas. Okay. Ich möchte meine Waffe reparieren, bitte. Meine Rüstung. Darf ich mit einem hier drinnen reden? Sieht nicht gut aus. Was verkaufst du? Manche müssen kämpfen, damit alle frei sind. Okay. Wisst ihr, Ebon Falke? Ihr sorgt euch ja um mich. Wir haben die bestehende Aufgabe. Wenn ich mich erledigt. Mit Freunden umgebe, ist es leichter, Feinde niederzumachen. Ah, Egoismus, das kann ich verstehen. Nicht ganz. Ich kann das nicht erklären, aber ein wenig sympathisiere ich mit Nichtschar. Das Leben wäre leichter, wenn wir einfach. Es reden so viele. Für ihre Zwecke. Wie können wir sicher sein, dass die es mit uns teilen? Gar nicht. Aber wir sind der Welt verpflichtet, diese Allianz zum Erfolg zu machen. Ich finde das echt scheiße, wenn die NPCs alle zwischen reinreden. Das ist echt schade. Ach, das ist schon schade. Na da. Ach. Das ist schon scheiße, Mann. Okay, die dürfte ich eigentlich haben. Okay. Ich will da rein. Ich darf da nicht rein. Ihre Garnison zurückholen. Bewacht die Tore. Kein Zutritt für Flammen. Der Pakt wird sich Ihnen oder Ihrem Götzen nie beugen. Wir werden noch stehen, wenn Ihre Flammen längst erstickt sind. Na dann. Ich öffne mal die Truhe. Menge im Weg stehen. Dann helfe ich euch mal hier. So. Angriff. Aua. Und kommt immer her. Schnell. So, dann klatsche ich euch mal hier drüben. So. Ich finde das echt lustig. Die sind in der Gilde Allianz de Tyrell. Wenn ich mich nicht irre, heißt das Allianz von Tyria oder so in der Art. Und es gibt in Deutsch, also es gibt auch eine deutsche Gilde, die heißt Allianz von Tyria. Und es gibt auch eine englische Gilde, die heißt das auf Englisch. Ich finde das interessant, wie viele Gilden es quasi gibt, die sich irgendwie quasi gleich nennen. Nur halt in anderen Sprachen. So. Dann. Macht gibt Recht. Macht gibt Recht. So. Ich überlege, ob ich vielleicht im nächsten Part Story weiterspiele. So, weil wir ja jetzt schon fast 70 sind. Ich würde eigentlich schon gerne das Level 80 haben. Oder kurz vor 80 oder so eine Art. So. Flamme wird uns nie besiegen. Aber sie wird es versuchen.
Die kommen zurück. Aufgepasst. Okay. Was verkaufst du? Nichts Besonderes. Okay. Kann ich mit dir reden? Wie ich sehe, habt ihr es zur... Ewige Wachsamkeit. Habt ihr es zur Vorgasfestung geschafft? Die neuesten Eroberungen des Pakts. Eroberung? Erkennt ihr die Architektur der Flammenlegion nicht, wenn ihr sie seht? Wir haben die Flammenlegion vertrieben, aber ja, selbstverständlich. Was macht ihr jetzt? Was habt ihr jetzt vor? Wir halten die Festung und bekämpfen die Flammenlegion, solange wir können. Okay. Das klingt doch gut. So. Hier fehlt noch dieses riesige Gebiet, dann sind wir hier auf dem fertig. Ich glaube, da ist gar nicht so viel, wie groß das Gebiet ist. Ich glaube, da ist eine Stelle, die relativ... Also, ich glaube, ein oder noch ein Herzchen. Ein Herzchen müsste da sein, ja. So. Lockt die Flammenlegion mit Hilfe von Minen, Fallen, explosiven Felsbrücken und immer... Explosive Felsbrücken? Okay. Und Mörsen in der Separatinenschlucht in den Hinterhalt. Alles klar. So, ich fliege aber kurz hier hoch. So. Wem darf ich denn hier reden? Wieder mit keinen. Das ist schade. Und dann. Legen wir mal die Fallen aus. Und da oben läuft die Flammenlegion. Okay. Aber das Herzchen scheint sehr, sehr schnell zu gehen. Das Platinum hier ab. So, und dann. Was habe ich getan? So, hier, okay. Macht gibt Recht. Wow. Ich guck echt gleich mal nach dem Part, ob das sich normal anhört. Macht gibt Recht. So, okay.
Hallo, die Hinterhalte, die ihr für die Flammenlegung gelegt habt, haben ihnen die Schwänze angezündet. Bei all den Fallen, Mörsern, Trebminen und Sprengfelsen gibt es keine sichere Stelle mehr in der Serpentinenschlucht. Und genauso wollen wir es haben. Ihr habt der Asche-Legion geholfen und bewiesen, dass es die Flammenlegion bald nicht mehr gibt. Okay. Dann machen wir das hier kurz ab. Oh, da drin ist noch was. Okay. Das ist immer das Teil, was ich meistens irgendwie verpasse. So. Ja. Gut, dass ich es gesehen habe. Und hier unten, okay. Gut, dann laufe ich, beziehungsweise fliege ich mal darüber. Lasst mich ran. So. Ein ziemlicher Marsch, was? Aber wir müssen ja den Hauptmann. Ich hoffe so sehr, dass das sich nicht genauso grauenhaft anhört wie die auf den Kopfhörern gerade. Also. Ich darf mit dir reden. Okay. Wenn ihr es den ganzen Weg bis zu den Kohlengruben geschafft habt, müsst ihr ein wirklich zäher Typ sein. Und das solltet ihr auch sein, wenn ihr euch dem stellen wolltet, was da draußen ist. Und was könnte das sein? Die Kohlengruben befinden sich gleich auf der Schwelle von Provatum Castrum, dem finstersten Ort, den ihr außerhalb der Flammen... Garerons persönliche Leibwächter nennen sich die Gottgeschmiedeten. Diese Flammler, die mit ihren Göttern und magischen Kräften. Und doch sollten wir der Blutlegion die Ehre der ersten Begegnung zugestehen. Okay. Der finsterste Ort außerhalb der Flammenzitadelle finden können. Was ist so finster daran? Erst einmal benutzen sie es, um alle ihre Gefangenen am Leben zu halten. Und das sind nicht viele. Sie haben ein paar der Gottgeschmiedeten geholt, um Wache zu halten. Gottgeschmiedete? Sie sind die Verrückten aus der Flammenlegion. Sie haben sich selbst verstümmelt und bieten Garion Belfeuer als Garion Belfeuer als ihren Gott an. Was werdet ihr diesbezüglich unternehmen? Wir haben versucht, sie durch Überfälle auf ihren Weg aufzuhalten, aber das ist schwierig. Sie sind sehr mächtig. Okay. Reicht nicht so laut. Ihr habt also die Reise so tief ins Land der Flammenlegion überlebt. Gut gemacht. Es gibt nicht viele, die sich dessen rühmen können. Wir tun, was wir können. Was ist eure Aufgabe? Wir führen Kampfgruppen in ihr Gebiet und versuchen ihnen durch unsere Nadelstichtaktik nach und nach zu schaden. Aber sie haben ein riesiges Basislager in der Nähe. Wir sind wie Ameisen, die einen Ettin angreifen. Wir könnten bislang nicht viel erreichen, Kampfgruppen. Normalerweise übernimmt Navela die Führung, aber sie hat die lästige Angewohnheit, gefangen genommen zu werden. Falls ihr sie seht, braucht sie wahrscheinlich Hilfe. Das ist doof. So, okay. Dann, ich will die Map noch clearen. Es sind nur noch ganz wenig, glaube ich.
hier starte. Bereit für die Herausforderung, sich einem mächtigen Trio Soldaten der Flammenlegion zu stellen? Natürlich. So, okay, wo habe ich was? Warte. Irgendwo? Irgendwo fehlt was. Wo? Ich bin verwirrt. Weißt du was? Ich lass mich kurz sterben, so. Hier drinnen könnte was sein. Was drinne ist oder ob ich Unrecht habe. So. Na du, König von Jonoheim. Willkommen in Jonoheim. Ich bin Jono, Gründer, Erbauer und Squid-König von Jonoheim. Was ist hier geschehen? Ich hatte meine Gründe, als ich heute diesen Ort entdeckt habe. Also bin ich der Gründer. Mach, gib recht. Der Gründer. Und sehr erbaut davon bin ich auch. Die anderen Bewohner von Jonoheim sind alle sehr ruhig. Sehr bequeme Untertanen. Wisst ihr, warum sie so ruhig sind? Keine Ahnung, die waren schon immer so, aber ich bin zu beschäftigt, um solche Fragen zu beantworten. Beschäftigt damit, der Gründer, Erbauer und Squid-König von Jonoheim zu sein. Fragt ihr doch aber die Bewohner. Von Jonoheim sind nicht so geschwätzig. Ich lasse euch mal weiter. So, okay. Und ist hier drinnen was? Es sieht nicht gut aus. Oh, hier ist ein in Leder gebundenes Tagebuch liegt auf dem Boden, neben dem gefallenen Gehirn. Es ist stark versenkt, als hätte jemand hastig versucht, es zu zerstören. Das Tagebuch lesen, nur wenige Seiten, nur wenige Teile einzelner Seiten sind intakt. Gerade noch lesbar ist eine Waffenliste mit einer zweiten Spalte, die wahrscheinlich Koordinaten enthält. Okay. Warum wolltet ihr das denn verbrennen? Dieser Haufen zersplitterte Bretter ist der einzige Überrest einer Vorratskiste. Den Holzstapel durchsuchen. Aus dem Holz steigt der Geruch von Schwarzpulver empor. In dieser Kiste haben sich bis vor kurzem noch Waffen befunden. Was ist denn hier passiert? Okay, aber das beantwortet ja immer noch nicht meine Frage, wo das letzte, wo die letzte Heldenherausforderung ist. Okay, also ich weiß nicht, vielleicht hier. Ich guck mal kurz auf der Seite. Die da ja auch angezeigt werden. Normalerweise, aber irgendwie gerade nicht. Okay. Das ist nicht gut. Bin echt ein bisschen überfragt. Das finde ich gerade nicht gut. Na gut, ich würde sagen, ich gucke offscreen jetzt kurz nach. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und bye bye!